So Leute, willkommen zu einer Folge Clash of Clans und ihr seht es direkt, Rathaus, Level, Leute, ich knall so dagegen. Hallo, okay, ja, Rathaus Level, 8, nee, 9, 9, ja, also, ich bin sehr glücklich darüber, ich hab's endlich und wie ihr seht, ist mein Sparen, geht das genau auf, der Clankrieg ist jetzt vorbei. Warte mal, wie viel Beute habe ich jetzt da drin? 600, das passt genau, das sammle ich jetzt ein und dann habe ich jetzt, ja, schon über 40.000. Auf jeden Fall kann ich in, dann, ja, was ist denn das kürzeste? 8 Stunden war es. In 8 Stunden kann ich, oder soll ich das abbrechen? Aber ich baue den jetzt schon so lange. Ich lasse den jetzt einfach vorbei bauen. Also fertig, oder? Ach, komm, ohne Witz, Leute. Ich kack da drauf. Ich kack da drauf. Habe ich jetzt zwar 500, aber ich möchte den endlich diese Queen bauen. Gut, das war zwar 500.000 ins Sand gesetzt, aber ich möchte sie bauen. Armee ist ja, ich depp. So, Armee. Und wir haben unsere Queen. Und zack. Alter, Leute, das ist nice. Wir haben endlich unsere Queen. Ich bin hoch erfreut. Stimmt, diese Insta platziert. Das heißt, ich kann jetzt den wieder bauen. War natürlich jetzt eine Rohstoffverschwendung vom Feind. Ich baue die am Rand. Ich muss demnächst eine neue Base bauen. Da komme ich nicht drum rum. Aber ich möchte jetzt erstmal einen Angriff machen mit, der Queen. Das heißt, ich werde jetzt hier die Zeit verschwenden, ist ja egal. Schutzzeit. Aber erstmal als allererstes ist der Clankrieg. Der ist zum ersten Mal verloren. Aber recht knapp sogar. Also benutzte Angriffe, die haben ein paar Angriffe auch mehr benutzt. Aber das ist jetzt nicht schlimm, dass ein paar, weil es dann schon ja verloren ging. Es war ein knapper Clankrieg, die waren schon überlegen. Ich habe zwei Angriffe komplett gefailt. Mit Pech auch da drin. Ich zeige es mal ganz kurz ein am besten. Auch den zweiten, der verdeutlicht mein Pech am meisten. Kriegsereignisse. So, jetzt muss ich erstmal mit nach du suchen. Du. Irgendwo steht hier du. Na komm, du. Du. Ich habe halt zweimal einen Stern geholt. Ja, nee, da greift er mich an. Ich möchte aber den Angriff, wo ich angreife. Ja, die haben zwei Sterne, wird bei mir immer irgendwie geholt. Also nicht drei, nicht einer, immer zwei. Ich habe recht früh angegriffen. Wo ist denn du? Da. Ja, 81%, ein Stern, ihr seht es schon. Eigentlich war es gar nicht, fing das gar nicht so kacke an. Ich wollte hier mich so vorarbeiten. Dings hätte ich doch. Was laber ich? Das ist sogar falsch. Da wollte ich mich vorarbeiten. Hier sind die zwei Luftverteidigungen. Ich wollte direkt rangehen. Eine habe ich jetzt weggeblitzt. Das war sogar der erste Angriff. Der zweite war sogar knapper. Aber trotzdem ist das hier blöd gelaufen. Erstmal habe ich hier die Drachen nach da hinten gelockt. Ja, da konnte ich ihn recht gut wegmachen. Das heißt, die haben alle auch keinen Schaden vom Drachen platziert. Kassiert. So. Und jetzt, Leute, passiert das Traurigste der Welt. Die Drachen umrunden das Rathaus. Sie wollen einfach das Rathaus aus Prinzip nicht. Das gleiche ist dann auch beim zweiten Angriff. Das heißt, ich hole nur zweimal einen Stern. Das ist richtig, richtig bitter. Das hat mich auch sehr angekotzt. Das war wirklich einfach nur blöd. So, jetzt greifen wir an. So, es kostet jetzt auch 750, also ist mal noch ein Stückchen teurer. Ihr seht, ich habe ein paar Games verloren. Ich habe jetzt mal abends zweimal geboostet. Mal Kasernen. Ich habe richtig viel gefarmt. Also das hat sich richtig gelohnt. Ja, mal gucken. Ich bin jetzt mal gespannt auf die Queen. Leider hat die ja noch keine Superfähigkeit auch. Also ich müsste ja bis Level 5 dann noch kriegen. Weil ich jetzt keinen so starken. Eigentlich nur einen ganz netten Loot. Wo ich den dann mal kurz mal rein. Oh. Jetzt habe ich weitergeklickt irgendwie, ob ich noch rauszoomen wollte. Nee, dann nicht. So. Was haben wir denn hier? Halt viel Elixier. Soll ich den einfach mal machen? Ich doch ein paar Pokale. Ach. Wisst ihr was? Ich mach den einfach mal. So. Einfach so, weil ich es kann. Das ist jetzt irgendwie ein schlechter Silberloot. Aber ich wollte einfach jetzt mal hier zeigen, bevor ich jetzt so viel Rohstoff verschwende. So. Machen wir einfach mal hier außen rum. Zack, da unten, die werden weggebombt. Zack, 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 zack. Ich mach einfach hier mal schön außen rum. So, jetzt die Bogis noch. So. Muss da oben eigentlich viel her, weil dort ja. Die Lager sind dunkel, es gibt auch sogar 200 zu holen. So. Ich habe jetzt auch mein Spendenverhältnis mal ein bisschen verbessert, wie das war ja grauenhaft. Oh, da ist sogar was in der Clanburg drin. Aber ich möchte jetzt eigentlich nicht mehr einen Blitz wegmachen, oder? Nee, ist irgendwie nicht überhaupt. So, Leute, jetzt kommt die Zweier-Kombo. Ich möchte es einfach. Ich weiß noch gar nicht natürlich, wie man die Königin benutzt. Zack, zack, zack. Ja, auf jeden Fall macht die da, haut die da ziemlich rein. Zack, zack, zack.
Na, paar Truppen mir OP, also so Könige und da zack, zack. Alter, ich finde es so cool, dass ich die jetzt habe, ohne Witz. Das macht mich so happy. Das macht mich richtig happy. Ja, die hat halt deutlich weniger Leben, insbesondere da die auch erst Level 1 ist. Alter, wie schnell das Rathaus auch zu zweit da und dann wird es nur zwei Truppen nach dem Motto sind. Das Rathaus werde ich noch holen, danach werde ich den Angriff beenden. Sonst werden hier beide zu doll in Mitleidenschaft gezogen. So. Ja, auf jeden Fall, da haben wir jetzt zum ersten Mal die Königin gesehen. Ich find's cool. Ich freue mich sehr, dass ich die habe. Also das heißt, die wird mich im Clan Krieg in der Verteidigung und natürlich beim Angriff auch sehr jetzt unterstützen. Ja, ich komme nicht drum rum, dass ich demnächst meine Base umbauen muss. Da ich platziere jetzt nur so provisorisch am Rand, da die ja sowieso noch nicht gut verteidigen können. Von daher, ja, bin ich mal gespannt, was die Zukunft so bringt. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Oh, danke für den Packer. Und Level 3 sogar. Das freut mich natürlich doppelt. Und ja, also so ein Juhu-Königin oder sowas könnt ihr schreiben. Wo ist die jetzt hin? Ach, da oben habe ich sie platziert, genau. Warte mal, dann mache ich das hier noch, damit ein bisschen gerade hier sinnvoller ist. So. Okay. Da habe ich sogar eine Truhe. Oh, dieses Scheiße. Okay. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.